Okay, Leute, endlich geht es weiter. Wir werden jetzt die Story weiter durcharbeiten. Ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen kann. Alle Nebenmissionen einfach abgeschlossen. Bis hierher. Nur noch das ist übrig. Nur die Story. Können wir leveln? Gar nicht geschaut. Bedarf und Nee. Wissen. Aber auch nicht geschaut, ob ich was Neues anlegen kann. Wir haben so viel Zeugs erhalten. Hier ist was Neues. Helm. Aha. Aha, nein. Wir haben neue Ringe erhalten. Ringe und Amulett. Ja, und oh, wir haben auch ein neues Stäbchen. Ein billiges. Okay, schade. Und eine Rüstung. Rüstung müssen wir immer schauen. Weil unsere Rüstung, die wir aktuell haben, ist jetzt nicht die beste. Das könnten wir nehmen, aber wir haben halt, wir machen halt keinen Nekrotikschaden, ne? Wir machen Feuerschaden. Deswegen lohnt es sich nicht. Schade. So, hier ist glaube ich Neff. Oder da habe ich am meisten Schiss, deswegen reden wir erst mit dir. Der Kaffee in der Küche. Habt ihr den gemacht? Gut beobachtet. Habt ihr ihn etwa aufgekocht? Und falls ja, warum? Ich bin nicht wählerisch. Ich habe eine Tasse und sie erfüllt ihren Zweck. Das reicht mir. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ob man ihn in Tevinter so... Vielleicht bereitet man ihnen Manrathus ja so zu. Ach was, ihr könnt Lucanis ruhig glauben. Er schmeckt grauenhaft. Grauenhaft trifft es nicht mal annähernd. Also, wofür ist der Kaffee? Wofür ist er nicht? Die Venatori haben den Drachenangriff benutzt, um nach der Macht zu greifen. Sie behandeln die Dockstadt jetzt wie ihren persönlichen Spielplatz. Ich habe mehr Hilferufe gehört, als ich zählen kann. Und jetzt haben sich die Fäden gemeldet. Das Verbrechersyndikat aus Mimarathis? Schmuggel, Erpressung, Schutzgeldgeschäfte. Die Fäden mischen überall mit. Aus dem Sklavenhandel halten sie sich raus. Und sie hassen die Venatori. So sehr, dass es immer wieder Kämpfe gibt. Mein Kontakt bei den Fäden, Elek, will reden. Er würde sich nicht ohne Grund melden. Ich helfe euch gerne. Falls ihr Verstärkung braucht, helfe ich gern. Ich erwarte nicht, dass ihr euch für die Dockstadt einsetzt, Rook. Aber das werde ich. Wirklich. Wenn ihr mehr Kaffee braucht, mache ich euch welchen. Na sowas. Tut ihr das aus reiner Nettigkeit? Oder wollt ihr mich vor mir selbst retten? Sagen wir beides. Okay. Quest erhalten, der wilde Schwanfall. Alter, wir haben einfach eine Quest erhalten. Ich dachte, alle Nebenmissionen sind rum. Jetzt müssen wir Quest für Neff abschließen. Interessant. Okay, machen wir. Ab zur Dockstadt. Da bin ich echt mal gespannt. Ach, echt? Da gibt es keine Mission mehr. Aber das gehört ja zur Story, deswegen passt es schon. So, wir sollen uns mit Neff treffen. Ist Neff hier in der Nähe? Schauen wir erstmal. Ja, da können wir hinlaufen. Da können wir hinlaufen. Ist nicht weit. Seit neuestem markiere ich immer aus Versehen Truhen auf der Map. Das ist mir jetzt wieder schon passiert. So, Neffi Neff. Ich bin gleich bei dir. Wieso gerade Krähen? Entschuldigt, was? Ich meine, wieso habt ihr euch für dieses Tier? Belara rein. Yes. Denn wir brauchen einen Healer. Oh, oder die Drachen von Antib. Versuchen wir es nochmal. Neff, wir wollten hier gerade eine kleine Unterhaltung führen.
Habt ihr mich etwa gesucht? Hallo, Alec. Und sie da. Ihr singt im Wilden Schwan und spioniert für die Fäden? Natürlich. Also gut, ihr habt gerufen, ich bin gekommen. Warum sind wir hier? Weil die Venatorius auf die Fäden abgesehen haben. Wir wollen, dass die Waage wieder zu unseren Gunsten ausschlägt. Was können wir tun? Sagt uns bitte, wie wir helfen können. Was seid ihr doch höflich. Komm zur Sache, Alec. Die Venatori verschleppen unsere Leute und verbergen es nicht einmal. Sie haben ganz offen unseren Boss aus dem Schwan entführt. Makal Damas. Die Fäden haben ihren Anführer bislang immer geheim gehalten. Die Kontrolle erfolgte aus dem Schatten. Ja, aber die Venatori haben ihn identifiziert. Sie sagten, sie würden die Dockstadt sichern, als sie ihn rauszerrten. Sida hatte gerade ihren Auftritt. Sie hat alles gesehen. Das ist schrecklich. Das war bestimmt schrecklich. Ich bin keine Kämpferin. Der Boss hat immer gesagt, wenn es Ärger gibt, muss die Vorstellung trotzdem weitergehen. Er ist schon damit klargekommen. Diesmal allerdings nicht, schätze ich. Eine einfache Sache, nicht wahr, Neff? Wir hatten unsere Differenzen, aber die Fäden sind bessere Nachbarn als die Venatori. Die Dockstadt gehört uns. Wir wollen diese Bastarde ebenso loswerden wie ihr. Böses Wort. Der Kult ist uns gegenüber im Vorteil. Er beobachtet uns, unsere Mitglieder. Euch allerdings? Ja, schon verstanden. Gebt uns einfach einen Hinweis, dann gehen wir ihm nach. Allein. Sie haben sich auf dem Fadenmarkt verkrochen. Ich sorge dafür, dass ihr reinkommt. Es wird aber trotzdem nicht einfach werden. Viel Glück, okay? Das können wir brauchen. Okay, interessant. Erreicht den Fadenmarkt. Wir hatten also den Anführer einer Verbrecherorganisation. Die Fäden beschützen ihre Straßen. Wenn wir sie wieder an die Macht bringen könnten. Müssen mal diese Markierung wegmachen, die nervt mich. Zack. Kann ich dahin teleportieren? Wo ist denn das überhaupt? Okay, und wie laufen die hier lang? Also ich folge der Markierung. Die Dockstadt braucht alle, die bereit sind, für sie zu kämpfen. Machen wir uns auf den Weg zum Markt. Ich komme aber hier nicht durch. Okay. Wieso ist es rot? Also gut, als wir... Alter! Sie haben wohl den Lampenanzünder beobachtet. Er hat einen ihrer Freunde gefangen. War nicht mal so schlecht! Aber... Jo, ciao, ihr Dreckigen. Die hätten wir. Verschwinden wir von hier, bevor noch mehr dieser Kultisten auftauchen. Wenn die Venatori gegen die Fäden vorgehen, wieso haben sie damals dann entführt? Warum haben sie ihn im Schwan nicht einfach getötet? Die Fäden müssen irgendwas haben, das die Venatori... Sagt ihr, Vater. Oh Gott, was ist denn das? Für den Ruhm des wiedergeborenen Tevinter. Zeugen ihr! Sieht hier vor! Sie üben Gedankenkontrolle auf die Fäden aus. Oh nein! Die Fäden sind eingeschaltet und somit vorerst außer Gefahr. Aber wir müssen sie rausholen. Wenn wir die verantwortlichen Magier ausschalten, können wir ihre Kontrolle durchbrechen. Alles klar. Okay, einfach Magikin, also. Wieso rennt der weg? Der andere ist hochgerannt. Da. Und ciao. Mach dir mein Ende. Wo ist dein Ende, Isa? Rennen zählt nicht.
einsatzbereit. Okay. Oh. Das ist übel. Versucht einfach, diejenige zu sein, die am Ende noch stehen. Stirb! Snack mir mal die Truhe. Trotzende Plattenrüstung, okay. Immer noch so. Und was zu lesen. Okay. Da sind noch Gegner. Junge, stirb doch einfach. Das war der letzte. Sie kontrollieren die entführten Fäden mit Hilfe von Blutmagie. Falls also einer von ihnen damals Identität enthüllt hat, sie brauchen nur den Boss in ihrer Gewalt. Er ist der Schlüssel zu allem. Sieht krass aus. Wir müssen ihn finden. Wir können auch die anderen Gefangenen befreien. Baden-Lagerhaus, okay. Schalt mir mal hier alles frei. Krass, ein neues Gebietchen. Was passiert denn jetzt? Ah. Alles klar. Ich stehe. Was ist hier? Das was? Alles klar. Kaputt. Brauchen wir vielleicht später. Ist auch wieder so etwas. Ah, das haben wir von unten aktiviert. Okay, verstehe. Aktivieren. Nee, das war falsch. So, das muss wieder aufgetaut werden, glaube ich. Ja, das check ich nicht. So, jetzt ist es unten. Eine Sekunde. So, jetzt müssen wir es einfrieren. Ich komme unten dran, oder? Irgendwo hier? Ich komme auch hier nicht mehr ran. Krass. Oder muss ich einfach schnell sein? Weil auswählen kann ich es so nicht. Glaube ich einfach nur schnell sein. Ah, das geht erst runter. Verstehe. Hey, wie soll das funktionieren? Noch ein Versuch. So, von hier geht es, nice. Oh mein Gott, hab ich lang gerätselt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, Leute. Explodiert das? Ja. Nice, 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 Leute.
Da haben wir doch was Schönes freigeschaltet. Mit einer wunderbaren Truhe. Und einem Andenken. Nice. Raus mit uns. Hallo. Betätigen. Ja, genau das. Wunderbar. Haben wir doch super gemacht. Was haben wir hier? Gefangene. Seid ihr euch sicher, dass sie nicht kontrolliert werden? Ich bin nicht selbst. Ist schon gut. Was geht hier vor? Ich weiß es nicht. Sie stellen Fragen. Leute kommen seltsam zurück. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Nehmt euch einen Moment, um durchzuatmen. Und dann seht zu, dass ihr hier wegkommt. Ich danke euch. Kein Ding, Bro. Die Fäden kontrolliert. Moment, ich hab was gehört. Da vorne ist jemand. Ach, wo ist denn das? Nett, habt ihr es hier? Ist das Makal Damas? Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich ihn gerne mitnehmen. Es ist nicht an mir, ihn euch zu überlassen. Damas dient der Besten von uns. Hallo, Nev. Ich habe euch vermisst. Ihr kennt mich also. Damals nicht, aber ich. Ihr habt mich einst aufgehalten. Doch mein Ziel hat sich nicht geändert. Elia. Befreit Minrathus von diesem Verbrecher. Tötet ihn. Okay, Bro. Wird es irgendjemandem in der Dockstadt auffallen? Nein. Und es wird mich auch nicht aufhalten. Was habt ihr getan, Elia? Um direkt durch ihn sprechen zu können, müsst ihr ihn zu eurer Marionette gemacht haben. Die dafür nötige Blutmagie. Seid ihr beeindruckt? Dabei ist es nichts verglichen mit der Macht, die De Winter einst besaß. Ich stehe euch bei, Nev. Auf euer Wort hin schlagen wir zu. Gemeinsam. Wie vertraut das doch klingt. Das reicht jetzt. Ihr seid mit Bataris und seinem Relikt fertig geworden. Ihr habt uns hier gefunden. Doch weiter kommt ihr nicht. Der wiederauferstandene Gott hat mir den Weg gezeigt. Den Weg zu unserem Vermächtnis. Zu unserer Rettung. Ich bin die Zukunft dieser Stadt. Und ihr werdet mir nicht in die Quere kommen. Da denke ich aber anders, mein Lieber. War nicht sowas von fertig, dass du weinen zu deiner Mama rennen gehst. Wir müssen damals schnell überwältigen. Aber sowas von. Fallen wir direkt die Ult drauf. Ich habe eine bessere Verwendung für ihn. Auch wenn ihr davor zurückschreckt. Hey, wieso ist der so schwach? War nur fertig, ey, der ist doch klein Pupsi. Level 24. Oh mein Gott, was macht der gerade? Der rastet richtig aus. Oh, der wehrt's ab. Und tot. Elia, die Fäden zu übernehmen bringt in Venatori ein bisschen mehr Macht. Aber ich kenne euch. Dahinter steckt mehr. Ihr stellt uns eine Falle. Wozu? Für Minrathus. Für unsere einstige Macht. Für unsere Zukunft. Und die Leben, die das kostet, kümmern euch einen Scheiß. Wir haben dieses Spiel schon mal gespielt. Das Spiel war nie vorbei. Lasst Neff in Frieden. Neff, ihr müsst es nur sagen, dann werde ich... Loyalität. An Neffs Seite findet ihr nichts außer eurem Ende. Das geht nur uns etwas an, Elia. Lasst Rook in Ruhe. Oh, wow. Jetzt sind wir Friends oder was? Aber ihr mögt es so. Schmeichelt es eurem Ego, wenn sich nichts ändert? Weil ihr dann mit eurem Zynismus Recht behaltet? Ich bringe Hoffnung. Ich werde Minrathus verändern. Angefangen mit der Dockstadt. Lebt
wohl. Renhedis. Verdammte Kultistenschlangen. Das werden sie mir büßen. Er ist wieder weg. Geht es euch gut? Damas, geht es euch gut? Ja, dank euch. Nerf Gallus, wenn ihr hier seid, muss euch Alec geschickt haben. Ja, und gern geschehen. Ihr habt mir einen Gefallen getan. Ich habe gehört, ihr hättet ein Rotlyrium-Relikt aus dem Verkehr gezogen. Und der verantwortliche Venatori sei davongekommen. Bataris. Ich habe belastendes Material über ihn. Genug, damit die Schatten aktiv werden können? Betrachte das als mein Dank. Okay. Okay, Bataris ist eine Gefahr. Bataris hat die Leben Unschuldiger gefährdet. Wenn ihr ihn zu Fall bringen könnt... Macht es. Betrachtet es als erledigt. Die Fäden beschützen ihre Straßen. Wie es aussieht, tut ihr dasselbe. Hier ist sonst niemand mehr. Die Person, die ihn kontrolliert hat... Sie ist fort. Oh, wir sind wieder weg. Ich habe damals Informationen den überlebenden Schattendrachen gegeben. Sie werden damit arbeiten. Bataris ist nur ein Mann. Aber er ist ein Venatori weniger, um den man sich kümmern muss. Ich hatte bei dieser Sache keine Verstärkung erwartet. Ich war nicht darauf aus, euch mit hineinzuziehen. Ich bin für euch da. Ich wollte mitkommen. Ja, diesmal. Nächstes Mal wird es genauso sein. Also gut. Diese Blutmagierin, Elia, wer ist sie? Eine verdammte Fanatikerin, die an Tevinters einstige Größe glaubt. Ich habe sie bei dem Vorhaben geschnappt, die Stadt zu retten. Das Ritual, das, was sie beschwören wollte, sie hätte uns alle geopfert. Ich habe sie geschnappt. Die Templer haben sie eingesperrt. Wie sich herausgestellt hat, hatte Elia allerdings einflussreiche Verbündete. Sie ist aus ihrer Zelle verschwunden, aber ich hatte eine Spur. Ich hätte allein gehen sollen, wollte aber Verstärkung. Jemand, dem ich vertrauen konnte. Rana. Bevor ich sie fand, fand ich aber ihren Partner. Brom hat immer dieses andrastische Amulett getragen. Auch in jener Nacht. Er konnte einem extrem auf die Nerven gehen. Hat einen aber nie hängen lassen. Er wollte immer das Richtige tun. Als wäre das so einfach. Er ging zu schnell rein. Elia hat ihn bemerkt. Sie kam raus. Brom nicht. Es tut mir so leid. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Danach ist Elias Spur kalt geworden. Die Templer haben niemanden mehr auf sie angesetzt. Broms Tod haben sie unter den Teppich gekehrt, als wäre er bedeutungslos. Sie meinten, es wäre kein offizieller Fall. Er hätte eigenmächtig gehandelt. Er hat den Schutz der Dockstadt an erste Stelle gestellt. Er hat mir geholfen. Und das hat er dafür bekommen. Was nun? Ein Drache hat angegriffen. Elia ist zurück, unterstützt von einem Gott. Wo soll das enden? Ich kann nicht sagen, dass viele für mich einstehen, Rook. Oder dass es dann ein gutes Ende nimmt. Aber heute, ihr habt euch für die Dockstadt eingesetzt. Selbst als ich es nicht erwartet habe. Romanze abhängig von früheren Entscheidungen vielleicht möglich. Okay. Ich will jemand sein, der für euch einsteht. Ich will nicht verlieren, was... Da bin ich aber gespannt hier, was passiert. Verloren. Rook, dass ihr heute aufgetaucht seid. Sie möchte mich mehr besser kennenlernen. Vielleicht seid ihr gar nicht so verloren, wie ich dachte. Ich bin hier ganz rot. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass wir es beide sind. Und wie werden wir gefunden? Vielleicht erschließt sich uns das noch. Da hole ich mal ein Geschenk für dich, ne? Ich weiß noch nicht wo, aber da holen wir mal was. So, Quest abgeschlossen, der wilde Schwanfall. 2500 Erfahrungspunkte, gar nicht mal so schlecht. Gut. Level up.
Ich würde direkt zur nächsten Mission jumpen. Ich sehe gerade, dass Emrich mit mir reden möchte, aber wir gehen erstmal zu Darren. Wie gesagt, ich will einmal diese Mission abschießen. Was ist denn das? Ah, man kann unser Monument ändern. Boah, sieht doch cool aus. Einfach so. Stimmt etwas nicht? Ich habe eine Nachricht erhalten. Ein Ort namens Der Kessel wurde angegriffen. Ist das eine Taverne der Grauen Wächter? Nein, einer ihrer geheimen Stützpunkte. Ich habe allerdings keine Ahnung, was da vor sich geht. Und wieso hat man euch dann jetzt informiert? Weil das, was auch immer ihn angegriffen hat, nach der Finsterheulerin klingt. Wie sieht euer Plan aus? Was habt ihr jetzt vor? Ich werde der Sache ein Ende machen. Die übrig gebliebenen Wächter lecken immer noch ihre Wunden. Also kümmern wir uns alleine darum. Wir gehen zum Kessel und holen die Griffins zurück. Versprich mir, dass du dich benimmst, mein Junge. Hör auf das, was ich sage, geh jeglichem Ärger aus dem Weg, mach nichts Dummes und friss kein... Ich glaube, wir haben es verstanden. Meine Aufgabe ist es, ihn zu beschützen. Dafür zu sorgen, dass seinem gefiederten Hintern nichts passiert. Ihr habt ein weiches Herz. Oh, na sieh mal einer an. Da ist aber jemand besorgt. Er wächst einem eben irgendwie ans Herz. Genau wie ihr. Das ist der Charme, für den die Grauen Wächter berühmt sind. Ihr habt vielleicht... Ich hätte wissen müssen, dass es zu ruhig war. Vielleicht fängt dieses Turlum, diese Einigkeit zwischen Wächter und Griffin, ja damit an, dass ihr aneinander glaubt. Ja, vielleicht. Ich schätze, du bist wohl für diese Art Kampf geboren, mein Junge. Mit deinen Krallen und deinem Temperament. Und seiner Stimmgewalt, um euch immer wieder daran zu erinnern. Solange es begründet ist, soll's mir recht sein. Kämpfen wir oder nicht? War das jetzt nur Baba? Blablabla? Oder kämpfen wir jetzt? Ja, der Kessel. Let's go. War mir gerade nicht sicher. Das hat sich so angefühlt. Hä? Hat die Werkstatt eine Quest für uns? Echt jetzt? Das ist ja richtig krass. Das bauen wir uns dann gleich an, Leute. Belara und Darren. Yes. Darren müssen wir, glaube ich, leveln gleich. Wir sind Kessel. So, Gefährten. Ja, war klar, ich habe nichts gemacht. Zack. Oh, war zu früh. Nochmal rein. Gefährten. Darren. Das ist cool. Eine mögliche Wiederbelebung. Darren Sassen wird umgewandelt in Feuerschaden. Machen wir mal Feuerschaden rein. Denn wir machen auch Feuerschaden und zwei Skillpunkte. Wir haben diese Richtung schon gelevelt. Zack. Schaden plus 25%. Machen jetzt 25% mehr Schaden. Okay, dann haben wir alles, oder? Yes. Ich glaube, wir sind eh zu stark. Wir sind, glaube ich, echt richtig stark, Leute. Hier haben wir auch noch nicht alles freigeschaltet. Vielleicht schalten wir jetzt alles frei. Hier gab es einige Ecken, die wir noch nicht besuchen könnten. Ja, genau, hier. Das ist eine der Ecken, wo wir nicht weitermachen konnten. Hier, Burgtore. Genau. Ich glaube, das ist der Ort, an dem diese Wächter angegriffen wurden. Der Kessel. Hier warst du. Sehen wir nun. Geil. Ja, ich schätze, der Kessel hat wohl schon bessere Tage gesehen. Was könnte dazu fähig sein? Und was verstecken sie da drin? Es muss wichtig sein. Was es auch ist, sie hatten bestimmt gute Gründe, es geheim zu halten. Seht euch doch nur an, was mit Weißhaupt geschehen ist.
Es muss ein noch größeres Geheimnis als die Griffins sein. Seid auf alles gefasst. Sind hier, Bro. Mach dir keine Sorgen. Wir freuen uns nur auf die neue Ecke hier, die wir so mit freischalten durften. Hassan kann uns helfen, da hochzukommen. Was gibt's hier? Hier gibt's nichts, okay. Dann soll uns mal Hassan helfen. Hey, kennt ihr zufällig jemanden namens Trelan? Ein wenig jünger als ihr, dunkelhaarig, ziemlich groß für einen Elfen. Oh, ja, ich kenne ihn. Ich meine, ich kannte ihn, als wir noch Kinder waren. Ist er ein Wächterfreund für euch? Das war er, des Weißhaupt. Die Wächter würden gern seine Familie ausfindig machen, um ihr mitzuteilen, dass er als Held gestorben ist. Verstehe. Ich werde mit Strive reden. Er wird wissen, was zu tun ist. So, damit haben wir die hintere Seite mit dieser Seite verbunden. Die war ja versperrt gewesen. Das wollte ich zuerst machen. Und dann habe ich hier ganz, ganz viele rote Verderbtheit entdeckt. Die müssen wir komplett entfernen wahrscheinlich. Aua. So, ich weiß nicht, ob hier irgendwas zum Detonieren... Ah, doch, geht. Diese Attacken. Und ciao. Nice. Schon immer so aus. Sie haben ihn ja vermutlich nicht umsonst den Kessel genannt. Wir sind noch nicht im Inneren. Das hier ist nur ein äußerer Hof. Der Kessel selbst müsste unter der Erde liegen. Wir müssen einen Weg reinfinden. Ah, hier hätten wir sogar die Möglichkeit, die einfach zu kennen. Wenn wir die Kiste darunter kriegen, dann können wir sie vielleicht als Brücke nutzen. Ja, die Kiste ist aber verbunden mit der Verderbtheit. Wenn wir die ganze Verderbtheit beseitigen, die hier alles vollschleimt, könnte sie sich womöglich lösen. Okay. Fangen wir mal hier an. Loot ist natürlich wichtig, Leute, nicht vergessen. Was ist das für eine interessante Ecke hier? Du Drecksack. Jawohl. Also viele Erfahrungspunkte gibt es nicht dafür, diese Gegner zu killen, aber die gehen halt schnell gut, ne? Kann man auch nicht vergessen. Wir wollten ganz hinten anfangen, keine Ahnung wieso. Und hier sind auch noch ganz viele... Oh nein! Oh mein Gott, war das knapp. Hier sind noch ganz viele Truhen. Nicht damit kaputt machen. Zack. Was? Nö. Rüber. Was kann ich damit kaputt machen? Am besten immer mal dran gehen und schauen. Okay.
Oh mein Gott, ich habe kurz überlegt, soll ich das angreifen oder nicht? Gut, dass wir es schnell angegriffen haben, nicht, dass da noch mehr Gegner rauskommen. Und ciao. So, Nummer 2 ist hier. Gehen wir auch so weg. Was ist das alles hier? Keine Ahnung. Sieht aus, als könnte man damit schwere Ausrüstung transportieren oder so. Ist der Kessel vielleicht eine Waffenkammer? Schon möglich. Aber wieso sollte man sie so weit hier? Das ist so eine Ecke. Oh, ehrlich. Naja, das wird sich wohl erst klären, wenn wir drin sind. Komm ich aber wieder hoch. Ah, hier, Leiter. Aber irgendwo eine Ecke mit dem Irrlicht. Wo war das gewesen? War das hier? Nein, wo war das? Da vorne war das. Verdammt. Ich hätte einfach weiterlaufen sollen. Ohne ein Irrlicht schaffe ich das nicht. So, schnell. Und jetzt schaffen wir es. Und da ist es. Mach deine Brücke runter. Oh, eine Leiter. Jetzt können wir rüberspringen. Und die Truhe looten. Nice. Aha, aha, aha. Gehst du hier runter? Da geht's auch wieder weiter. Eine schwere hätten wir, fehlt nur noch die zweite. Alles klar. Sobald die Verderbtheit beseitigt ist, sollten wir unsere Brücke haben. So, nicht mehr viel, oder? Da hinten ist noch was. Da sind wir durch. Er muss diesen Weg gehen? Nein, ne? Ich bin richtig dumm. Der zeigt mir den offiziellen Weg an, aber ich muss eigentlich dahinter. Ich hätte auch runterspringen können, glaube ich. Hier. Das aktivieren wir auf jeden Fall. Na, wo seid ihr? Da. 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 Und irgendwo hier bestimmt. Zack. 100 Gesundheit. Das müssen wir noch zerstören. Ich muss hoch. Also ihr seid einem Gott begegnet. Einem Leibhaftigen. Was haltet ihr davon? Unseren Göttern streng genommen. Und klar, es ist ein bisschen komisch. Mehr als nur ein bisschen. Aber ganz... Das sind so viele tote Wächter. Verdammt. Sie müssen versucht haben, die Finsterheulerin aufzuhalten. Worüber... Ein Hinterhalt! Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott. Ganz ehrlich... So, manchmal, ne? Geben wir auch Gas. Combo-Gelegenheit. Und ciao. So, die hätten wir. Was verstecken die Wächter hier drin eigentlich? Das ist eine Lagerstätte. Wie es aussieht, werden hier sämtliche gefährlichen Artefakte und Waffen aufbewahrt, auf die wir je gestoßen sind. Die Finsterheulerin hat bestimmt auf irgendwas davon abgesehen. Naja, ich sehe hier so einiges, das ich gern hätte. Denkt nicht mal dran.
Wenn das ja alles so gefährlich ist, dass die Wächter es weggesperrt haben, werden wir hier nichts ab. Ich nehme alles mit. Alles, was ich nehmen darf. Eine Sekunde. Okay. 40 Minuten nehmen wir schon auf. So, hier haben wir alles fertig gemacht. Jetzt gehen wir zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, als hätte ich ihn ehrlich gehört, aber das habe ich mir, glaube ich, eingebildet. So, das war Nummer 2. Das war's. Wir haben unsere Brücke. Nice. Wir sind drin. Willkommen im Kessel. Ich verstehe immer noch nicht, was dieser Ort eigentlich ist. Finden wir es raus. Oh, nice, Alter. Noch mehr Geheimnisse. Und noch mehr Loot. Ein Rätselchen wäre nice. Sieht aus, als würde es mich anschießen gleich. Ich sag's euch. Die Schilder über diesen Türen. Das sieht wie Jahreszahlen aus. 325? Hier haben wir 524. Und hier 931. Es geht um Verderbnisse. Das sind die Jahre, in denen sie endeten. Was? Na, das ist ja mal gar nicht beunruhigend. Sucht nach einer Tür, die wir öffnen können. Was ist denn das? Ist hier noch was? Nein, ne? Okay. Was? Die Wächter hatten wir erst jetzt? Krank. Geil. Wird bestimmt nice. Bisher sehr interessant gewesen. Ein Skelett. Das alles wirkt irgendwie so. Das kann nicht. Das ist ein Griffin. Mehr Griffin-Knochen. Jede Menge mehr. Was habt ihr nochmal gesagt? Wie sind sie ausgestorben? Sie wurden während der vierten Verderbnis ausgelöscht. Dann haben die Wächter sie hier versteckt. Warum wurden sie nicht anständig bestattet? Das hier ist eine gigantische Gruft. Für Griffins. Nein, der ist traurig, der Kleine. Diese Knochen sehen merkwürdig aus. Als wären sie von irgendetwas befallen. Oder verderbt. Aber wie? Das gefällt mir nicht. Okay. Ein Erzdämon. Das ist der Kessel also in Wahrheit. Eine gigantische Gruft. Also wie es aussieht. Und was ist in diesen anderen Räumen? Denjenigen mit den Daten der Verderbnisse? Weitere Erzdämonen. Der hier muss das Siegel sein. Okay. Das erklärt, warum sich dieser Ort so falsch anfühlt. Die Finsterheulerin ist irgendwo hier. Wir müssen sie finden. Alter, wie das hier aussieht. Da muss ich was machen. Hier ist Verderbtheit. Sie sieht frisch aus. Dann ist die Heulerin in der Nähe. Da heult sie schon. Ihr könnt kreischen, so viel ihr wollt. Meinem Stahl seid ihr nicht gewachsen. Oh. Alter, wie geil das aussieht. Gott, okay, verstehe. Erstmal das hier zerstören. Oh.
Noch mehr Gegner. Irgendwie gefällt mir das nicht. Wollen wir nicht erst besiegen? So, einer weniger. Gehen wir jetzt hoch. Jetzt haben wir genug besiegt. Das Problem ist, es sind einfach zu viele. So, ciao. Nein! Das wäre es noch gewesen. So, alles zerstören, wie gesagt. Was schon ja weiter. Alter. Oha. Krank. Es läuft ja gut. Umgeben von Freunden. Mit äußerst scharfen Klauen. Wer ihr auch seid, stellt euch mir. Nee. Oh mein Gott. Was seid ihr? Ein Schutz vor der Dunkelheit. Ihr seid die Dunkelheit. Ihr seid ein Monster. Für jene, die mich dazu gemacht haben. Wo sind die anderen Griffins? Ich habe sie befreit. Ihr lügt. Ihr lügt. Ihr habt sie gegen ihren Willen verschleppt. Genau wie die Wächter vor langer Zeit. Die grauen Wächter befreien die Welt von Schrecken wie euch. Sie erschufen die Schrecken. Sie haben die Knochen der Griffins zurückgelassen in diesem Kessel. Stolze Krieger, die vergessen wurden. Wer seid ihr? Ihr Retter. Alter. Das Blut bietet ihnen Schutz. Erzdämonenblut. Das wird sie verderben. Ich beschütze sie. Dasselbe Blut fließt in euch, Wächter. Schließt euch uns an und ehrt ihre Zukunft. Hier sterbe ich. Dann ist dies euer Grab. Hallo, ich wollte mich vielleicht anschießen. Red doch nur für dich selbst. Ha? Nein! Oh, ich hab kurz Schiss bekommen, dass Griffin sterben wird. Asan. Oh, wir müssen die Horde doch zerstören. Okay, verstehe. Gott, Alter. Jemand die Finsterheulerin? Kümmert euch erstmal um die dunkle Brut. Wir dürfen Asan nicht finden. So, ciao. Haben wir gut besiegt. Holt drauf. Sehr nice. Es reicht hier auch, die Kleinen zu besiegen, Leute. Jeder Kill zählt. Also müsst ihr nicht gegen die Großen kämpfen. Lass nicht zu, dass diese dunkle Brut die Oberhand gewinnt. Oder ist es eine feste Anzahl an Gegnern? Dann klappt es natürlich nicht. Dann müssten wir alle natürlich besiegen. Gott, Alter! Sterben sollt ihr! Oh, jetzt hat er mich.
Jetzt hat er mich. Dieser Drecksack. Ich hab dich aber auch. Oh, hinter mir ist ein Gegner. So, den da oben könnt, dürft ihr besiegen. Der stört nicht. Das sind zu wenige, da müssen noch mehr da sein. Stark, da müssen noch mehr sein. Wo ist der Rest? Da ist noch. So, noch mehr. Gleich oben. Wo müssten noch Gegner sein? Zwei Minimum. Da ist er auf einmal. Keine Ahnung, wo er sich versteckt hat. So, noch einer. Maximal zwei. Da ist er. Ich komme einfach aus dem Nichts. Ich glaube, danach kämpfen wir gegen die Heulerin. Verdammt! Die Fensterheulerin ist weg! Das macht nichts. Lasst sie gehen. Wie ihr meint. Ganz wie ihr meint. Ich muss ohnehin erstmal durchatmen. Das gilt wohl für uns alle. Man sollte niemals etwas jagen, das man nicht versteht. Die Finsterheulerin ist mehr als nur ein Monster. Eure Beute, eure Entscheidung. Ich habe, was ich brauche. Hassan hat ein Stück ihrer Kleidung abgerissen. Das hilft mir weiter. Obwohl ich gesagt hatte, du sollst bleiben, wo du bist. Er hat euch immerhin gerettet. Er hätte getötet werden können. Er sorgt sich nun mal um euch. Das gehört wohl zum Turnum dazu. Meint ihr nicht auch? Naja, ich muss zugeben, wie du deine Krallen ausgefahren hast, war schon ziemlich beeindruckend. Das wird auf jeden Fall einen Kratzer hinterlassen. Ja, ja, du hast den Dreh langsam raus. Lass uns jetzt von hier verschwinden, mein Junge. Dieser Ort ist das reine Böse. Hey, super. Dann haben wir die Mission auch geschafft. So, nice. Wir brauchen den erhalten. Hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Oben habe ich nichts gesehen. Da müssen wir mit Devlin sprechen und dann schließen wir die Mission damit ab. Ich kann nicht behaupten, dass ich diesen Ort jemals wiedersehen möchte. Seid ihr bereit aufzubrechen? Yes. Gehen wir. Ich bin bereit. Ich auch. Das Blut eines Erzdämons könnte kaum gefährlicher sein. Die grauen Wächter halten es aus gutem Grund unter Verschluss. Das Zeug ist das reine Böse. Schlimmer jedoch ist es mit ihm, die letzten Griffins der Welt verderben zu wollen. Diese Ehre gebührt nun der Finsterheulerin. Hassans Brüder und Schwestern würden ein Wunder brauchen. Und es war an Devrin und seinem gefiederten Freund, es zu vollbringen. Nice! Leute, wir sind durch. Mit diesem Video, auch mit dieser Quest. Im nächsten Video geht es dann weiter mit der Story. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.